Herzliche Grüße vom Loa Sambesi. Wir sind hier am Fluss des Lebens, dem viertgrößten Fluss von Afrika, angekommen. Und ich freue mich, euch hier einen kleinen Bericht rüber schicken zu können, liebe Reisefreunde. Und wir fangen an mit jemandem direkt hier aus der Region, Mr. Mwana Stevie, den ich jetzt hier herzlich willkommen heiße. Along Zambezi River, the thing is, the place is a little bit hot. So, according to my view, according to my experience, COVID-19 hasn't, is there, but at least because of the weather, the temperature is a little bit high, people are not very much affected. Okay. Sure. Do you have any cases around here in the area? There are cases around here, but yeah, for those that are in transit. Okay. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Those that are in transit, uh-huh, they are found, because this is a border area. Mm-hmm. Okay. So most of the time there are health people there who are checking those that are in transit. They okay always test them. If they find them with that kind of diseases, then they take them. Problem. Yeah. Yeah. Okay. Otherwise, we are very much safe. From the locals? They from are the local, we are very safe. Very safe. Okay. Very safe. So, you think now it's a good time to travel to this place? I think it's just okay. Just okay? It's okay. Okay. Sure. So, let's cross the fingers that we can bring some more tourists. Thank you very much. Okay, sir. Yeah? Okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ja, das war ein kleiner Live-Kommentar von Mr. Stevie. Ihr habt gehört, für die, die es nicht ganz verstanden haben, das Gebiet hier ist sicher, also er kennt keinen von den Einheimischen, die jetzt affected sind und die irgendwelche Probleme haben mit Covid. Und da klingelt das Telefon nebenan. Und ich habe noch zwei andere Gäste hier, und zwar Matthias und Rudi. Und wir erzählen ein bisschen über unsere Tour, was bisher so stattgefunden hat hier in Sambia. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen Platz. Ja. Trinken dazu ein schönes Mosi. Ja. Hier, da kommt das Mosi. Auf Sambia? Auf Sambia. Hm. Matthias, sag mal, was sind deine Eindrücke bisher? Also, ich bin total begeistert. Das ist bis jetzt überhaupt der Trip meines Lebens. Das ist das Schönste, was ich bisher überhaupt gesehen habe in meinem Leben. Es ist unbeschreiblich. Die vielen Natureindrücke, die Menschen hier, die tolle Gegend, die Natur, es ist wirklich unbeschreiblich. Und wie fühlt sich das so an, wenn man so im Nationalpark alleine unterwegs ist? Also man ist total aufgeregt, aber gleichzeitig innerlich total ruhig und total angekommen. Also man ist so relaxed dabei und trotzdem erlebt man so viele aufregende Sachen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ja, danke. Und du, Rudi, was meinst du? Es ist ein fantastisches, wildes und ursprüngliches Land noch. Trotzdem sehr sicher, man hat nie das Gefühl, dass man irgendwo unsicher ist. Zur Zeit ist es halt auch wunderschön, weil ganz, ganz wenige Leute da sind. Sicherlich für die Einheimischen nicht so gut, weil die Einheimischen zum Tourismus, die hier sehr, sehr wichtig sind, gerade alle wegfallen. Aber für uns zum Erleben ist es fantastisch. Was waren denn so die Highlights bisher, die ihr so hattet? Also Highlight war im Kapesi, die Nilfähre, die wir dort gesehen haben. Sefu-Sektor, genau. Im Sefu-Sektor, eine Nilfährpferde, die wahrscheinlich so 200 bis 300 Tiere umfasste und die sich so ihre Töne von sich gegeben haben und sich miteinander unterhalten haben, das war ein einfach unbeschreibliches Erlebnis. Ja. Und dein Highlight bisher? Eigentlich die vielen unterschiedlichen Facetten. Mal total trockene Savanne, dann wieder ein wunderschönes Grün mit extrem viel Wasser. Wie hier, man hat irgendwie jeden Tag einen anderen tollen Platz zum Campen. Wir haben tolle Tiere gesehen, Leoparden, Hyänen, Elefanten. Wir haben wunderschöne Campingfeste gesehen. Wir haben tolle Momente mit Einheimischen erlebt. Das jetzt irgendwie hat jeder Tag was gewonnen. Also mein Highlight waren auch definitiv die vier Leoparden an dem Abend, das, obwohl ich auch schon ein paar Mal in Afrika war, ja, das hatte ich so noch nicht. Und ich freue mich, dass wir die Tour gemacht haben.
Ja. Also dass wir sozusagen es gewagt haben, in das Risikogebiet zu fahren und das jetzt hier zu machen. Jetzt sind wir noch 5 Tage hier, ne, haben jetzt morgen eine Kanutour hier hinter uns auf dem Sambesi und dann am Ende noch 2 Tage in Kafu. In Kafu und dann noch 2 Tage in, und gucken mal noch, was an den Wasserfällen runterkommt. Und wenn alles gut geht, dann melden wir uns noch mal. Ansonsten bis dahin erstmal viele Grüße nach Deutschland und bleibt gesund. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.